So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Pokémon Blazeback, der Egglock Challenge mit mir, dem Regi. Und in der heutigen Episode habe ich die Trainingsmitglieder der letzten Folge, also die neuen Mitglieder, Crazy Frog und Alan trainiert. Alan, by the way, angelehnt an Alan Harper aus Two and a Half Man, denke ich mal, ne? Und ja, ich finde beide Pokémon super. Ich habe Crazy Frog den Lebensorb weggenommen, weil Lebensorb ist leider nicht so toll in einer Nuzlocke Challenge. Dafür habe ich jetzt den Evoliten drauf und naja. Angriffsmove sind einmal der Ableithieb, die Vergeltung, der Tiefschlag, der immer gut sitzt und natürlich die Schlammbombe. Ja, Poison Touch, ja, ist das doch normalerweise auch spielt. Ich glaube, normalerweise spielt H2O sauber drauf. Nee, es war Trockenheit. Eine Trockenheit ist das, was normalerweise drauf spielt, aber das hat es leider nicht. Poison Touch ist aber auch nicht schlecht. Ich gerade für die Story kann das hin und wieder mal ganz gut kommen. Und auf Level 37 wird Crazy Frog dann endlich zu einem mächtigen Toxic Quark, ja. Dann habe ich noch Alan trainiert und Alan, naja, was soll ich zu Alan großartig sagen? Hat die Überreste drauf bekommen statt der Mumu-Milch. Ja, die Mumu-Milch kann ich dann aber so nochmal benutzen. Die Statuswerte sind okay-ish, ja. Also jetzt nichts mehr noch nicht berauschendes. Speedwert ist super, aber die Angriffsmoves sind halt klasse. Ja, ich meine, Hurricane, Luftschnitt mit dem Siedewasser und dem Eisstrahl unfassbar stark. Und auch Alan entwickelt sich dann, glaube ich, in. Oder. 4 Level? Ne, ich glaube, es waren 4 Leveln. Müssen wir mal schauen. Also es ist auch nicht mehr allzu lange und das wird nicht mehr allzu lange dauern, bis sich dann auch noch Alan entwickelt, ja? Da wird so einiges wunderschönes, tolles auf uns zukommen. So. Ich habe eigentlich gesagt, dass wir heute die Episode mit der Route links von Rayona City beginnen werden. Das Problem dabei ist aber, dass ich eigentlich noch diese Route hier noch schnell beenden möchte, weil ich bin kein Mann der halben Sachen. Ja, wenn ich etwas anfange, dann möchte ich das zu Ende bringen. Deswegen machen wir jetzt erstmal hier die Route rechts davon fertig. Und allzu viel gibt es hier auf der Route sowieso nicht. Wir sind vom Level up her, vom Level her sowieso ziemlich weit oben. Und, oh, ich glaube, Crazy Frog und Dings wurden ein bisschen zu krass trainiert. Ah, wenn das der Fall ist, ist das nicht ganz so gut. Naja, egal. Ich glaube, mir wird das schon verziehen werden, wenn ich da jetzt mal ein bisschen zu viel trainiert habe. Also, es war, ist oder ist hoffentlich gar nicht mal so schlimm. Hoffe ich zumindest. Wenn es schlimm ist, dann habe ich ein Problem. Nee, Quatsch. Wer sollte mir denn da jetzt irgendwas Böse heißen? Regi, wir, deine Zuschauer! Ey, nur die Ruhe, ja, nur die Ruhe. Ey, seid mir da auf jeden Fall nicht böse. Ja, ich glaube, ich habe, als ich die Dinger hochgezogen habe, aus Versehen, wirklich aus Versehen, weil ich mit der Maus dran gekommen bin, einen Sonnenmorgen noch an Schnucki verteilt, was ich eigentlich nicht wollte, aber ich glaube, Schnucki stand sowieso kurz vorm Level up, von daher ist es, glaube ich, gar nicht mal so schlimm. Ja, also ist alles geregelt, ist alles in bester Ordnung. Was aber nicht in bester Ordnung ist, dass wir jetzt hier gegen einen Flugbogger kämpfen müssen. Das ist nicht wirklich gut. Oh ja, Schnucki raus, wir gehen mal auf Schnucki raus. Ja, Schnucki, auch sie ist natürlich gegen solche Gegner in der Regel fast immer verlassen. Ja gut, Schnucki, ich glaube, dein Gegner will nicht, ne? Der Gegner sagt, nein, verschwinde und dafür kommt da, ne, Alan rein. Ach, das ist nicht, ja, ich wollte schon sagen, warum ist Alan auf Level 36? Habe ich da irgendwas verkackt? Nein, ich wurde getrollt. Das ist natürlich nicht Alan, das ist unser Zoroark, du meine Güte. Oh, da müssen wir echt aufpassen, ja, gerade wenn der Gegner das auch mal machen sollte, dann muss ich sowas in Betracht ziehen. Streng genommen muss ich dann immer etwas in Betracht ziehen, ne? Das ist nicht gut. Egal, kriegen wir schon hin. Wir wechseln auf Alan raus. Gegen ein Ponita, da ist natürlich ein Wasser-Pokémon immer gut. Ich glaube, die Sporthallen werden wir überspringen. Da habe ich jetzt nicht sonderlich groß Lust. Wenn ich weiß, was die Sporthallen sind, es gibt eine Fußballhalle, eine Baseballhalle, eine Footballhalle und eine Tennishalle, glaube ich, ja. In Rayona City und dort sind dann Trainer. Gegen die kann man dann kämpfen, ja. In der deutschen Version war es ganz lustig, weil bei den Fußballern gab da zum Beispiel einen Typen, der hieß Mesut, ja. Ich glaube, das war tatsächlich angelehnt an den guten alten Nationalspieler Dr. Fischauge Mesut Özil. Ich glaube, an dem war das ja auf jeden Fall angelehnt. Ja, definitiv ein ganz cooles Feature, was man sich da ausgesucht hat. Dass man gerade einen Fußballer Mesut nennt. Ha, wer hätte das gedacht? Okay, ich glaube, Stärke auf Crazy Frog ist gar nicht mal so schlecht. Da haben wir auch ein Pokémon, was einen Gesteinsmove kann. Halt also Stärke auf Crazy Frog, das ist gut. Frage ist, wen bringen wir Cut bei? Kommt eigentlich nur Jenny in Frage. Notfalls können wir das ja, wie gesagt, immer noch wegmachen. Und ja, Verhöhner. Ich habe Verhöhner kaum benutzt.
Ich glaube, Soroa kann hier in dem Spiel sowieso nicht allzu viele Angriffe. Wir machen also erstmal einfach mal, ja, Zerschneider weg. Taunt weg, der Verhühner. Weiß nicht, Verhühner auf dem Soroa ist, glaube ich, sowieso nicht ganz so gut, weil es eben ein defensiv sehr, sehr, sehr anfälliges Pokémon ist. So, Leute, neue Gesprächsteam. Ja, ich habe mich gestern Abend mal rangesetzt und ich habe mir einen Wochenendausflug für Anfang November nach Liverpool organisiert. Jetzt werden sich einige wahrscheinlich denken, Ricky, warum Liverpool? Was ist denn los bei dir, ne? Es ist jetzt so, ihr wisst ja alle, ich bin begeisterter Kartenspieler und gerade auch im Real Life, also von Mann zu Mann, ne? Von Angesicht zu Angesicht, macht mir das immer ganz großen Spaß. Und ja, es gab jetzt so einen Wandel in der Turnierstruktur, die ist das. Und die erste Regionalmeisterschaft, die ist jetzt Anfang November in Liverpool, ja? Also die erste europäische. Und ich werde auf jeden Fall dabei sein. Einfach so, um zu schauen, wie das da ist. Und deswegen wollte ich sowieso mal nach Liverpool, weil ich ja auch ein fußballbegeisterter Mensch bin. Und ja, der FC Liverpool ist mein Lieblingsverein, wenn es um die englische Liga geht, ja. Und da dachte ich mir, ja, warum nicht? Ne? Liverpool kannst du dir doch mal gönnen. Und ich wollte mir das, wie gesagt, mal anschauen. Und das trifft sich halt ganz gut. Ist relativ zu Anfang des neuen Semesters. Heißt also, den Montag darauf, den muss ich mir sogar frei gönnen, wenn man das so sagen darf, ja. Einfach weil es ansonsten nicht wirklich gut organisiert werden wird. Also ich bin dann von Freitag bis Montagmorgen dann in den USA schon mal so gesagt, in Liverpool und ich mache mir dann ein schönes Wochenende. Ich werde da natürlich nochmal einen Vlog von machen, keine Sorge, von diesem Event, wie es da abläuft. Und ich will mir ja wie gesagt auch selber live vor Ort so ein Bild machen, wie jetzt diese neuen Turniere in Europa aussehen werden. Und je nachdem werde ich dann einfach mal schauen, ob sich es lohnt, ob ich selber auch Lust drauf habe, zu den nächsten Events dieser Art zu gehen. Ja, ich glaube, in Dortmund ist dann Mitte November auch wieder was. Ja, also wenn sich das einer von euch aus der Umgebung mal anschauen möchte, einfach mal vielleicht irgendwann im nächsten TCGO-Stream nachfragen. Und dann werde ich da euch Frage und Antwort zustehen, wo genau das in Dortmund ist, wann genau und wie das da abläuft. Und ob da zum Beispiel jeder hinkommen kann und was auch immer. Weil das Ding ist, das ist nicht nur TCG, sondern auch VGC. Heißt, wenn ihr das Videospiel gerne mögt, oder auch den VGC-Modus, ja, das ist das, was man auf der Weltmeisterschaft gesehen hat, diese Doppelkämpfe und so, vielleicht wäre das was für euch. Ja? Ich weiß es nicht. Ich liebe aber Pokémon, ich liebe dieses Spiel und wenn ich das irgendwie ein bisschen promoten kann, dann will ich das natürlich auch machen. Bong! Warum bin ich eigentlich so ein Horst? Aber wie kann das denn sein, dass ich gegen so ein Formio nicht dreimal wegrennen kann, obwohl ich einen Plus-Speed habe? Wie viel Speed habe ich denn? 59, das ist nicht mal wenig, ja? Wie kann das denn sein, dass ich gegen ein Formio nicht davonrennen kann? Ach, kommt. Bitte, ich bin ein sturer Mensch. Ja, ich bin ein sturer Mensch. Ich habe zweimal gesehen, dass ich hier nicht wegrennen kann. Und in der Regel kannst du beim dritten Mal immer da wegrennen. Ja? Keine Ahnung, wie hoch die Wahrscheinlichkeit da ist, dass ich da nicht wegrennen kann. Ist mir auch scheißegal. Aber wenn ich da zweimal nicht wegrennen kann, dann bestehe ich darauf, dass ich da beim dritten Mal wegrennen kann. Und wenn ich da ein Pokémon verliere, gut, meine Schuld. Ja, aber akzeptiere ich. Ne? Auf so eine Scheiße da habe ich nämlich gar keinen Bock. Oh, ist das wieder nervig, wisst ihr das? Ist das wieder nervig, wegen so einer Scheiße in Pokémon zu verlieren. Ah, und das waren die Bunkel. Die Bunkel hätten wir in der Arena sogar gebraucht. Wegen so einer Scheiße verliert man Pokémon, ist das euer Ernst? Come on. Gegen einen verdammten Hoden-Kobold wie Formio. So wie zu, ich liebe dieses Spiel. Ja, ich liebe dieses Spiel immer noch, ne? Aber so etwas, keine Ahnung, wie wahrscheinlich das ist. Das sollte gar nicht, glaube ich, gar nicht mal so wahrscheinlich sein. Aber da rege ich mich echt sehr auf. Ich überlege gerade. Gut, das hätte mir in den nächsten beiden Arenen nicht so viel gebracht. Also nach der Elektro-Arena. Aber trotzdem ist das echt ärgerlich, wisst ihr das?
Nur wegen so einem Müll Pokémon zu verlieren. Hey, bist du nicht Zoroark? Das war doch das Zoroark hier, ne? Ich finde das immer bemerkenswert jetzt. Das war das Zoroark, oder? Das war, glaube ich, nämlich ein Zoroark, das Ding. Aber es kann sprechen, was ich echt interessant finde. Also ist das die mit den Wutkeksen? Ach nee, das war das Zoroark. Die alte. Auf jeden Fall gab es hier ein Zoroark-Event. Wenn du hier mit einem bestimmten Zoroark, glaube ich, aufgekreuzt bist in Schwarz und Weiß, fand hier irgend so ein komisches Event statt. Ach, Leute. Ich bin traurig. Ich habe gar keine Ahnung, wie das mit der Wahrscheinlichkeit ist, gegen so ein wildes Pokémon wegzurennen. Aber in der Regel klappt es immer beim zweiten, dritten Mal. Und das hat jetzt dreimal hintereinander nicht geklappt. Ich weiß nicht, wie gesagt, wie hoch die Chance ist. Ich weiß nur, dass es mich total ankotzt gerade. Macht die Welt nicht gegen uns kämpfen, oder? Ach nee, jetzt müssen wir ja dieses ganze Theater mit ihrem Vater und so weiter mitmachen. Ach, aber Belle, ich habe da noch gar keine Lust drauf. Ich bin doch extra vor dir weggerannt, damit das hier nicht passiert. Ja, ich glaube, wenn es etwas gibt, was die Leute an der 5. Gen nicht wirklich cool finden, dann ist es tatsächlich dieses ganze Tamtam hier. Sehr, sehr, sehr viel bla 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 bla. Aber, keine Ahnung, irgendwie interessiert es dann letzten Endes wirklich kaum einen. Ich meine, gerade das zum Beispiel, ja. Hätte man sich verkürzen können? Ich will keins meiner Pokémon. Ach, hör doch auf. Jetzt muss ich dieses komische Zieh dein Pokémon Gedöns anmachen. Ernsthaft? Okay. Ja, gut. Erklären musst du es mir jetzt nicht, ne? Ich weiß, wie das geht. Dann ziehen wir dir mal einen Rock an. Ja, ist das nicht schön? Okay, irgendwie ist das schon lustig. Einen Tennisschläger kriegst du auch noch. Hier eine stylische Brille. Können wir dir noch eine Schleife geben? Ja, den Tennisschläger, wir machen aus den richtigen Tänzer. Was ist das denn? Ach, das ist eine Krawatte. Okay, irgendwie ist das schon lustig. Komm, Gürtel geben wir dir auch noch in so ein Champion-Belt. Nein, nein, nicht das. Nee, das ist die Gürtel, sieht scheiße aus. Der Rock ist dann viel geiler. Ja, warte, warte. Warte. Ja, ist gut. Warte, die Krawatte muss aber davor. Okay, irgendwie macht das schon Spaß. Ups, ich altes Spielkind. Aber sonst noch was? Wir haben noch so einen Zylinder. Wartet. Nein, Rassel. Bleib mal. Meine Güte, was soll das denn? Gut. Also ich glaube, wenn das jetzt irgendwie ein Zoroark-Fan sehen würde, der wird mich, glaube ich, irgendwie schon hassen. Warte, das sieht scheiße aus. Wir nehmen doch lieber das Grüne. Tada! Sieht das nicht fantastisch aus, Leute? Das sieht doch fantastisch aus, oder? Jetzt mal ernsthaft. Sieht das nicht ist scharf aus? Muss jetzt auch noch den Hintergrund auswählen. Das sieht doch richtig scharf aus, oder? Die Zoroark. Oh, Leute, wenn das nicht scharf aussieht, dann weiß ich auch nicht mehr. Das Zoroark sieht doch echt scharf aus. Ey, Leute, das Zoroark sieht echt scharf aus, oder? Modi-Ikone Regibank ist wieder am Start. Ich weiß, wie ich meine Pokémon schön zerziere. Ja, und das meine ich auch noch. Ja, hier ist Tamta mit ihrem Vater auf dem Weg. Papa, ich will nicht. Ich bin alt genug. Lass mich in Ruhe. Er hat mich schon ein bisschen an Familien im Brennpunkt, ja. Ja, okay, gut. Okay, so ganz so asozial ist es nicht, aber... Die Musik ist schön, ja, okay, muss ich sagen, aber ich habe die Musik der 5. Gen sowieso schon gelobt, aber dieses ganze... Also es nimmt den Fluss schon ein bisschen raus, ja. Es nimmt den Fluss schon echt hart raus. Den Powerfluss. Ja, Alter, komm bitte hör mal auf rumzulabern. Was soll denn der Scheiß jetzt? Regi, bitte take care, bla bla bla, leck mich on the foot, mein Freund. Oh. Okay. Ja, Leute, Banger-Frage der letzten Episode war Pokémon Sonne oder Mond. Zur Banger-Frage muss ich jetzt erstmal sagen, ich glaube, ich muss für solche Fragen in Zukunft
eine Umfrage starten, ja, irgendwie irgendwas mit Strawpoll, irgendwas Strawpoll-mäßiges, weil ansonsten kann ich da in der Folge darauf nicht viel zu sagen, weil für mich saß was gleich statt, ne, Leute, es gab Leute, die haben gesagt Sonne, es gab Leute, die haben gesagt Mond, aber wenn ich genaue Zahlen will, Fakten, dann muss ich da in Zukunft mal, glaube ich, ein bisschen, ja, genauer nachhaken, ja. So, jetzt müssen wir erstmal wieder den Crazy Frog ablegen, ja, macht Spaß, meine Pokémon zu beerdigen wegen irgendwelchem Müll. Ah, Crazy Frog, sorry, Mann. Ich habe dich liebend gerne länger im Team gehabt. Länger im Team behalten, ja. Aber leider müssen wir jetzt Abschied von dir nehmen. Das heißt also, mach's gut, mein Freund. Hau rein. Und ich hoffe, dein Ersatz-Pokémon wird dann halt irgendwie besser ins Team passen. Auch wenn es dich ein bisschen ärgert. Dann gerade an den Besitzer von Crazy Frog, der sich ja in der letzten Episode bestimmt sehr, sehr gefreut hat, als er gesehen hat, ja, mein Pokémon wurde genommen. An dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes, tut mir leid, wirklich, aber... Du hast es selber gesehen, ja? Wenn ich da dreimal gegen so einen roten Kobold wie Formio nicht wegrennen kann. Und das war auch noch drei Level unter mir und ich hatte einen Speedwert von 59, was gar nicht mal so schlecht ist. Es hätte mich minimal überholt. Maximal, ja? Ich hatte ein Plus-Speedwesen, habe wahrscheinlich noch irgendwelche DVs, EVs drauf. Aber das ist schon echt ranzig gewesen. Das hat mich auch irgendwie ein bisschen angekotzt. So. Ich weiß gar nicht, muss ich jetzt schon gegen Charon kämpfen oder kommt das dann später? Ich hoffe nicht. Ich möchte mir eigentlich jetzt hier nur ein Pokémon fangen. Hat nicht ganz so gut geklappt. Shiftry, for fuck's sake! Ein Shiftry! Ach, das ist ja immer noch kein Shiftry. Was erzähle ich denn da? Das ist ja immer noch ein Zoroark. Egal, Kehrtwende müsste ausreichen für einen One-Hit, oder? Ja, klar. Vielfache Käferschwäche von Tengulis. Muss ich jetzt noch rauswechseln? Nee, muss ich nicht. Gut. Ich hatte aber vor, ich hätte hier noch rauswechseln müssen. Puh. Aber ich geht's auch nicht gut, ey. Okay, was haben wir hier? Die Black Glasses, okay. Ich habe auch einige interessante TMs bekommen. Vielleicht wäre es irgendwann in Zukunft auch mal erwähnenswert, wenn ich darüber gehe. Ich glaube, wir haben nämlich Psyshock bekommen und Psyshock könnten wir unserem Lashoking beibringen, ne? Ja, wir können Silent TV beibringen, so. Anstelle von Konfusion natürlich, weil Konfusion ziemlich schwach ist. Im Vergleich zu Psyshock. Wir haben einfach mal 30 Damage mehr. Step ist dann natürlich noch nicht dabei. Also, wie sieht es hier aus bei den Pokémon? Gothita, alles klar. Wie gesagt, was uns oder was da rauskommt, ist uns ja in erster Linie egal. Mann, ich denke jedes Mal, ich habe hier Dingens vorne. Ich habe hier Ellen vorne, aber es ist Zoroark. Und warum habe ich Zoroark vorne? Das ergibt gar keinen Sinn. Warum? Ich meine, das Ding ist schon auf Level 37. Soll ich das noch weiter trainieren? Nee, ich muss das echt mal da wegnehmen. Okay, perfekt. Gothita wurde gefangen, das heißt, heute kriegen wir auf jeden Fall erstmal wieder ein neues Pokémon. Das ist gut. Falls euch gewundert hat, warum es am Ende der letzten Folge keine Dingens gab. Ich glaube, das ist Route 7, ich bin mir nicht sicher. Keine Sprites der neuen Teammitglieder. Das liegt einfach nur daran, dass, naja. Das ist ganz lustig, weil ich habe es nicht vergessen. Aber die Seite war down, wo ich die für gewöhnlich hergenommen habe. Und ich war ein bisschen in Eile und ich habe dann nicht die Zeit gehabt, mehr zu suchen. Aber heute ist die Seite immer noch down. Aber ich finde dann trotzdem noch ein paar Sprites. Und ich habe dann trotzdem noch ein paar Sprites gefunden. Von daher passt das. So, was kriegen wir jetzt mit einem neuen Pokémon hier? Ich gehe heute auf eine Box weiter. Und zwar auf Box... War es 6 oder 7? Heute sind wir dann mal auf Box 6. So, Gothita und es wird wieder gewürfelt, ja. So, wieder Spalte 6. Ich sag's ja, wenn ich ärgerlich spielen würde, ich würde gewinnen. Reihe 3, das hatten wir auch schon mal. Komische Kombination. Freddy mit einem Nugget.
Darf ich euch nochmal erinnern, welchen Arena oder welchen oder was für einen Typen es in der nächsten Arena geben wird? Richtig, den Elektrotypen. Und wenn dieses Akaganimani jetzt nicht auch wirklich super, 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 super krass ist, dann gibt's Ärger. Hartes Wesen ist gut. Sheer Force, holy shit, kann es das? Kann es das hier schon? Gut, die Moves sind stark. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt hier schon Sheer Force kann. Ich bin, wie gesagt, unsicher. Es müsste rein theoretisch immer noch. Ja, es müsste Sheer Force können. Ich bin mir halt nicht so ganz sicher gewesen. Ich habe 3 Wasser-Pokémon! Ich mutiere zum Wassertrainer vor der Elektro-Arena. Ist das euer verdammter Ernst? Hätte diese Wasser-Pokémon nicht zur zweiten, dritten Arena haben können? Das heißt, ich habe Zoroark, Gothita und... ich werde wieder so viele Pokémon verlieren. Ich werde wieder so viele Pokémon verlieren. Ja, ich werde so unfassbar viele Pokémon verlieren. Das glaubt ihr gar nicht. Ich werde so viele Pokémon verlieren. Egal, Leute, Frage der heutigen Bringer-Episode ist, die kann nicht jeder beantworten, ja? Weil es wieder um Sonne und Mond geht. Ich werde in dieser Folge da nichts zu sagen, weil ich diverse Leute, die das Projekt trotzdem schauen, nicht spoilern möchte. Aber mich würde interessieren, welches Pokémon ihr von den bisher revealten episch findet. Ja, welches von den bisher releaseden Pokémon findet ihr episch? Schreibt mir in die Kommentare, was ist euer Lieblings-Pokémon, was bis jetzt released worden ist. Das möchte ich jetzt mal wissen, ja. Ist ein bisschen viel Sonne und Mond in letzter Zeit, ich weiß. Aber hat natürlich seinen Grund. Ich meine, ich bin auch gehypt auf das Spiel. Ja, wir hatten letztens auch wieder einen astreinen Trailer, den wir uns gemeinsam on Stream reingezogen haben. Was, by the way, super krass war. Wir hatten da irgendwie 700 Leute oder sowas in der Art. Das war total heftig. Total heftig, wirklich. Ich kann nicht drin bleiben gegen Munchlax. Ich meine, mein bester Angriff, der 180 Schaden macht, also mit Step eingenommen, macht so viel Schaden. Das ist nicht gut. Das ist viel zu wenig. Das ist viel zu wenig Schaden. Und ja, ich weiß halt noch nicht, ob ich Freddy... Ja, ich muss Freddy trainieren. Ja, irgendwas muss Freddy ja machen. Halt, stopp! Freddy ist ja schon ein Impegator für Jahre. Es entwickelt sich auf Level 30 zu Impegator. Okay. Klingt an sich ja doch schon ziemlich episch. Ich habe nichts gesagt. Das klingt schon ziemlich episch. Und dann noch hier mit dem OP. Ja, doch, klar, warum nicht? Und ich sehe es mal positiv, wenn wir halt so da durchkommen jetzt durch das Spiel, haben wir halt später dafür dann weniger Probleme, denke ich. Gerade in der fünften Arena dann. Ja, gerade in der fünften Arena sollte ich dann wenig Probleme haben. Ich sehe es positiv, ich sehe es einfach positiv, dann passt das. So, aber Life Orb muss ich dann auf jeden Fall auf den Ding haben. Ja, doch, ohne Life Orb geht nicht. Hohoho, okay, ich habe nichts gesagt, Freddy ist dann doch schon ziemlich episch. So, Freddy ist doch schon ziemlich episch. Doch. Ich mag Freddy. Also mittlerweile finde ich Freddy dann doch schon spitze, ja? Also hat schon was, das Ding. Gab es hier die Wutkekse? Vielleicht kriege ich ja dann doch noch ein Pokémon. Okay. Ne, die will die Pilze haben, ne? Ja, die will Pilze haben. Für die Pilze gibt die uns dann ein bisschen Geld. Natürlich nicht schlecht, aber gut. Weiß gar nicht. Der Harlequin Paul, vielleicht wird das der letzte Trainer heute. Schauen wir mal. Ich für meinen Teil bin mir nämlich nicht so sicher. Okay, wir sind wahrscheinlich schneller. Das heißt, versuchen wir doch mal dieses komische Membrana zu flinchen. Hat natürlich leider nicht geklappt. Und stattdessen gibt es jetzt hier Muddy Water. Was aber nicht unsere Genauigkeit senkt. Das heißt, wir können dieses Ding jetzt wieder rausnehmen und zwar mit einem Luftschild. Schaffen wir das? Reicht das aus? Ah, leider nicht. Ziel. Oh, das ist nicht der Ehemann von Heidi Klum. Der Ex-Ehemann, Verzeihung. Ja, machen wir das gleiche nochmal, ne? Vielleicht klappt das ja diesmal. Ja, doch. Ellen gefällt mir. Ellen gefällt mir. Ellen ist süß. Ellen hat was. Und Ellen hat Style.
Und ich finde das immer noch astrein spitze, dass wenn du... Das war eine der Neuerungen, die ich super cool fand. Wenn Pokémon schlafen. In Schwarz und Weiß 2. Ja, dass die dann ihre Augen zumachen. Das war eine von der Animation her echt super coole Sache, fand ich. Dass Pokémon, die dann schlafen, ihre Augen zumachen. War neu zu dem Zeitpunkt, wirklich. Pokémon, die schlafen gingen, haben aber ihre Augen zugemacht und waren da am Schlafen. Das sah bei einigen nämlich auch super, super, super putzig aus. Okay, Level 33 für Ellen. Also in zwei Leveln haben wir in den Wickel und dann passt das. Ja, aber ganz ehrlich, die heutige Folge, die kann man schon unter Regifail setzen. Aber trotzdem, ich will Zahlen haben. Fakten, Fakten, Fakten. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da dreimal hintereinander nicht abhauen konnte? Sagt es mir. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten sehen wir zur nächsten Episode wieder. Und bis dahin, haut rein, macht's gut, bleibt schon putzig und ciao. Denkt an die Banger-Frage. Euer Regi.